Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn für die PlayStation Pro. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir betreten die Höhle, um das Feuer von Eden, New Eden, zu entzünden und zu zeigen, dass wir ein wahrer Messias sind. So, gehen wir mal hier rein. Was genau hier passiert, weiß ich längst auch nicht. Lasse das Wasser ablaufen, okay. Die Gegner sind hier, glaube ich, nicht. Okay. Mal gucken, wo man was ablaufen lassen kann. Hier vielleicht, an diesem Drehhahn da. Nee, mal hoch. Muss ja irgendwo was geben. Schwimmen wir mal die Höhle weiter. Da. Okay. Gut. Zerstöre die Blissrohre. Ja, die Blissrohre finden. Hier sind ein paar Ratten. Da müssen wir wahrscheinlich durch. So, gucken wir mal, wo es hier längs geht. Ich sah einen Weg, der sich spaltete. Aber es wäre egal gewesen, es ist beides der gleiche Weg. Oh, ist das gut? Wenn man jetzt auch Bliss bekommt. Okay, das ist also nicht gut. Man sollte wahrscheinlich, wenn man das zerstört, sehr schnell rausrennen. Dann müssen wir mal probieren. Das ist das Einzige, was im Spiel stört, sind die Ladezyklen. Die dauern mir ein bisschen zu lang. Aber wir suchen sie mal. Zerstöre, gut. Okay, gehen wir nochmal dahin. Huch, war das hier hin? Ja. So, wir müssen uns beschmeilen wahrscheinlich auch gleich. Erstmal langsam gehen. Und leicht beeilen. Ah, raus hier. Achso, es gibt mehrere Rohre, okay. Gut, da passiert jetzt nicht so viel, also können wir voll aus wieder runtergehen. Würde ich behaupten, gibt es hier bestimmt auch ein Rohr noch. Aha. Raus hier. Da muss es ja noch ein Rohr geben. Das war das da. Okay, das können wir wahrscheinlich von hier weiter oben aber zerstören. Falls das Gas sich auch ausbreitet, schießen wir von hier hinten. Weiß natürlich nicht, ob es so ist. Aber wir machen es lieber von hier oben, glaube ich. Da oben ist auf jeden Fall der Ausgang, da können wir hier hochlaufen. Dann können wir auch von hier schießen, oder?
Warte, bis das Gas die Höhle füllt. Okay. Und was soll dann passieren? Na? Kommt schon Gas. Dann können wir da oben warten, okay. Huch. Oh, da. Entzünde das Bliss. Achso, warte. Können wir anders machen? Molotow haben wir? Gehen wir kurz ans Her. Brennt doch alles, oder? Wir gehen mal hier lieber hier hoch. Ich komm mit dem Feuer. Sind wir doch, oder? Sprich mit dem Anführer. Da ist er. Okay. Bin ich mal wieder der Messias. Edens Feuer. Abgeschlossen. Sehr gut. So, begib dich zum New Eden Anwesen. Oh Mann, das ist doch schon wieder am Arsch der Welt. Oh, jetzt haben wir den Bogen des Auserwählten bekommen. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber trotzdem ist es nervig, dass jetzt über. So, also, wo müssen wir hin? In die Richtung? Ne, es ist da runter, ne? Gucken auf die Karte. So, okay, da müssen wir hin. Wo sind die beschissenen Nuiden anwesend? Da. Gut, jetzt setzen wir mal einen Wegpunkt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir eventuell noch einen Vorteilspunkt haben mit unserem Fleet-Ding da, den Gleitschirm, weil das wäre ja nicht schlecht. 5 brauchen wir, 5 haben wir, 3 kostet er. So, dann haben wir den Wingsuit, natürlich sehr cool. Müssen wir natürlich mal gucken, wo wir am besten, also müssen wir natürlich Quests anwählen. Dann können wir doch hier irgendwo abspringen bestimmt. Mal rüber segeln vielleicht. Was? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch gedrückt. Autschi, Bombautschi. Na gut. Was passiert, wenn man zu eilig ist? Ha. Okay, aber das war ja jetzt ja Quatsch. Ich hab doch abgedrückt. Warte mal. So, haben wir den Wingsuit jetzt auch wieder? Wie er jetzt weg ist. Was den haben wir? Und drücke, okay, nochmal. Vielleicht soll ich nicht R3 drücken, sondern L3, ne? So wie es da steht. Okay. So. Was? Ein Gleitschirm sollte man vielleicht auch aufmachen, okay. Also irgendwie kommt es mir so vor, als ob man den ein bisschen anders steuert als im 5. Teil. Aber ich probiere es gerne nochmal. Den Gleitschirm muss man natürlich auch machen zum Schluss. Aber warum fliegt denn der Wingsuit so beschissen? Der war mal cooler, fand ich. Bin jetzt normal, wir haben ja jetzt Zeit. Ah. Das Ganze geht nochmal.
Naja. Was? Jemand gesehen? Danke. Okay, das geht nicht. Warte. Gut. Hier ist auch eine lustige Brücke. Was ist das Vieh? Alter! Na, was ab? Ich würde geraten haben. Boah, was für ein ekliges Viech. Ah! Na, super. So, einsammeln. Fickviech, oder? Wir brauchen auf jeden Fall ein Auto. Sonst kommen wir da irgendwie nie hin. Das dauert zu lange. Der nächste Wagen gehört uns. Wenn es mit einem Überfall ist. Oh, guck mal da, da sind auch irgendwelche. Da können wir mal ein paar. Schade. Geht auch schon wieder irgendwas ab. Na, von die treffe ich ihn wahrscheinlich nicht. Da sind wir ein Fahrzeug da unten. Fahrzeug holen wir uns mal. Oh! Ja, das holen wir uns auch. Ich glaube, du spinnst. Spacko. Spacken. So, komm mit. Da höre ich auf jeden Fall Geräusche. Ist der Jäger noch da? Ist da oben, ne? Egal. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie mal da rankommen. Das ist echt so weit auseinander alles. Immer, das nervt ein bisschen. Da unten steht ein Wagen. Den schnappen wir uns. So. Ich brauche den Wagen hier. Die könnt ihr nicht haben. Tut mir leid. Lassen wir die geile Mucke hören hier drin. Oh, ich glaube, es waren irgendwelche Tiere.
Blödes Köderviech. So. Gibt es ja hier ein Boot oder so? Ein Boot wäre ein Träumchen. Da, perfekt. Ah, wäre Glück. So. Jetzt können wir nach New Eden noch sehr schnell kommen. Was sehr cool ist. So. Also ohne Gefährt. Fahrzeug ist echt aufgeschmissen hier in Hope County. Was eigentlich auch daran liegt, dass es auch nicht so viele Fahrzeuge gibt wie in Far Cry 5. Was ja auch ein bisschen realistisch ist. Nach so einer Apokalypse kann man sagen. Ist natürlich sehr viel. Ein Böser? Nee. Ah doch, aber lassen wir ihn mal. Trifft doch eh nicht. Oh, ist jetzt neblig. Oder auch nicht. Er ist doch noch hinter uns. Na, lass ihn doch. Soll er uns verfolgen. Ist ja blöd. Blöde Schnäpfe, ey. Danke. So, gucken, was Ethan uns zu sagen hat, denn wir sind die Geilen. Wir haben die Flamme entzündet. Was soll da noch schief gehen? Und glaubt wirklich, dass dieser Sünder unseren Vater suchen soll? Ja, ganz genau. Der Vater ist den Sündern gnädig. Schließlich sind wir alle seine Kinder. Bereitet das Sakrament vor. Doch genau das, was er wollte. Der Vater führt uns in diesem Moment. Er soll trinken. Bitte. Ein Sünder wird gestattet, nach Norden zu pilgern. Er wird den Vater zurückbringen. Gelobt sei Joseph! Amen! 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 So kannst du die Grenzen übertreten, ohne zu sterben. Was wieder Gift. Weiß für seinen Tod. Dann verstehen sie endlich, dass ich ihr Prophet bin. Und du bekommst deine Hilfe. Wir kriegen beide, was wir wollen. Alter, gibt's nur Drogen, ne? Es gibt immer nur Drogen. Ein Sündenfuhl, sage ich euch. Es ist ein Sündenfuhl dort. Mal gucken, was wir jetzt machen sollen. Ein bisschen gespannt. Sprich mit Ethan. In der Tat, erkläre es mir mal. Hör gut zu. Joseph hat ein Heiligtum hoch im Norden. Das Ritual verlangt, dass du auf dem Weg dorthin Signalfeuer entzündest. Ich bezweifle, dass der alte Mann noch lebt und sie sehen kann, aber wenn du die Feuer nicht entzündest, wird das dein sicherer Tod sein. Denn trotz des Sakraments kann der Norden dich immer noch töten. Dieses Boot und das Feuer können dich schnell und sicher dorthin bringen. Entferne dich nur von ihnen, wenn es unbedingt nötig ist. Benutze den Bogen und entzünde die Signalfeuer mit Brandpfeilen. Bring mir Beweise für den Tod meines Vaters. Und ich sorge dafür, dass du als Freund des Propheten in Erinnerung bleibst. Super. Das wollen wir. Okay. Mit meinem Segen. Ach, mit deinem Segen. Ja, danke, du Spacko. So, wir haben ja genug dabei. Das
Da sind Brandpfeile, oder was? Ja. Gut, fahren wir erstmal. Eine schöne Reise. Das ist auch nicht ganz so schnell, das Boot. Aber was für Signalfeuer müssen wir erstmal gleich wissen. Denn ich sehe noch keine. Okay. Ah, die werden ja bestimmt Bescheid sagen, wenn irgendwo ein Signalfeuer zu entzünden ist. Okay. Das schaut aus, als ob das die Grenze ist und danach geht's los, würde ich behaupten. Ja. Traue ich da irgendwie nicht rein? Wir müssen da, glaube ich, rein. Okay. Feuer schützt sich vor dem Bliss. Entzünde das Signalfeuer. Oben ist ein Wolf. Hallöchen, Wölfchen. Das ist erst Signalfeuer. Okay. Oh. Wo rüstet der Brandfall über das Wappenrad aus? Okay. Wo kriegt denn Brandpfeile her? Hä? Wie soll ich denn hier? Ah, nein! Okay, aber wir wissen aber nicht, wie wir es entzünden sollen. Das Waffenrad? Warte mal, ich muss mal hier reingehen, ich verstehe es nicht. Was? Inventar? Hier war Brandpfeile? Munition. Pfeile. Ich habe gar keine Brandpfeile. Habe ich vergessen, die mitzunehmen? Kann das sein? Oh. Ich glaube, ich habe vergessen, welche mitzunehmen. Kann das sein? Das ist nicht ärgerlich. Spezialmunition? Brandpfeil. Da. Ich habe 5 Brandpfeiler. Wie wähle ich die aus? Wie wähle ich die aus? Das ist ja blöd. Das sind ja so Wurfgeschosse. Noch kurz eine erste Hilfeset her. Noch eins. Oh.
Muss man was fressen hier? Hä? Das verstehe ich nicht. Das über das Waffenrad auswählen, aber wie? Ach, da unten. Ach, da, R1. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Gut. Ah, okay. Gut. War jetzt ein bisschen doof zu finden, fand ich. Kommen wir jetzt durch? Lass mal runter hier. Was soll hier passieren? Finde. Wie kommen wir denn durchs Tor durch? Bestimmt ein Mechanismus hier. Ja, klar, kommt da ein Fisch. Da, ein Schalter, okay. Hier hoch. Ich höre auch schon die ganze Zeit dieser Wölfe und ein fetter Hai. Lass mal Boot. Weiter geht's. Heieiei. Das war auch nicht so easy. Okay. Warum müssen die Wölfe eigentlich angreifen hier? Wäre ja auch fatal. Alter, wie schlecht war das denn, dass ich nicht sehen konnte, dass ich die Brandpfeile so auswählen kann mit der R1. Total bescheuert. Alle vor dem Bildschirm platschen sich eine Hand auf die Stirn und sagen, mein Gott, guck doch hin, du Spacko. So, das nächste Leuchtfeuer. Und dich da rankommen. Sehr gut. Gut, dass es Bliss uns schützt. Bliss zum Morgengrauen. So eine kleine Anspielung auf Twilight mit Bis zum Morgengrauen. Sehr lustig. Ist ein bisschen langweilig, ne? Gebe ich zu. Also. Dann fahren wir schnell weiter. Da hinten ist es, okay. Aber man verliert so oder so auf jeden Fall ein bisschen Energie. Das kann man wahrscheinlich gar nicht ändern. Das muss natürlich schnell sein. Ach, Mann. Das ist natürlich dumm. Wir wissen auch nicht mehr, wie viele Brandpfeile wir noch haben. Einen habe ich versemmelt. Wenn jetzt nochmal gleich irgendwas machen soll, habe ich noch einen Pfeil übrig. Das ist natürlich schlecht. Findet man ja noch irgendwo welche. Links und rechts gucken.
Gott, hier sind so viele, super viele Wölfe. Komm schon, komm schon. Okay, hier müssen wir wieder raus. Ja, gucken wir mal. Gehen wir erstmal hier hoch. Ach du Scheiße. Ah! Lauf! Aber schwimmen können die nicht, hoffe ich zumindest. Problem ist bloß, dass wir nicht. Dass wir gar nicht rauskommen hier. Ja, hier den Knopf drücken von dem scheiß Ding noch, ne? Wo ist unser Boot? Ach hier. So. Du hast unser Boot. Da ist noch ein Wolf, warte mal. Mal kurz rüber. Vielleicht kann man das Zeug ja mitnehmen da oder irgendwie verkaufen. Ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Dann lassen wir es lieber. Hier nicht hoch? Nein! Okay, dann nehmen wir die hier Waffe. Ich glaube, man kann die ja einsammeln. Die sind alle weg da, die Wölfe, ne? Da liegt kein Wolf mehr rum, oder? Na doch, da. Kommst du da hin? Wir plündern mal die ganzen Wölfe. Es gibt ja alles Wolfshaut. Wollen wir vielleicht hier irgendwas benutzen. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal unser Boot, aber. Schwimmen wir noch mal schnell rüber. Boah, Alter. Komm, sofort aber auch 1000 Mal langsamer ist hier als woanders. So, weiter geht's. Oh. Wird nicht besser, ne? Wird nicht besser. Was? Schon wieder? Oh. Zu weit vom Licht weg. Nö. Naja. Fahren wir erstmal. Gucken, was passiert.
Nicht zu weit vom Licht weg sein. Das ist doch abgefuckt kaputt hier alles, ne? So, meint ihr, der Joseph lebt noch? Oder meinst du, er ist tot? Wäre ja auch nett zu wissen, ne? So, jetzt werden wir ein bisschen... Ja, genau. Das nächste Leuchtfeuer finden. Was, ein Bär? Entzündet das Signalfeuer, das wollen wir auch machen. Oh, das sieht ja schon ziemlich geil aus hier. Ja, super, haben wir geschafft. Leben bekommen wir auch. Wir treiben langsam Buttwelz. Warum? Fahren wir nach vorne. Am Stegrand. So. Ja, und wie es hier weitergeht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.